In weniger als 2 Wochen hätte Donald Trump hier in Kopenhagen zum Staatsbesuch empfangen werden sollen. Heute Nacht dann die plötzliche Absage. Dänemark sei ein sehr besonderes Land mit unglaublichen Leuten, twitterte Trump. Aber aufgrund der Kommentare von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, wonach sie kein Interesse habe, über einen Verkauf von Grönland zu diskutieren, verschiebe er seinen Besuch. Grönland, das zwar geografisch zu Nordamerika gehört, steht seit mehr als 200 Jahren unter Verwaltung der dänischen Krone. Die Insel genießt einen hohen Autonomiestatus und hat einen eigenen Ministerpräsidenten. Dieser hatte sich erst vorgestern beim Besuch der dänischen Regierungschefin auf Grönland deutlich zu der Trump-Idee positioniert. Die Amerikaner können unsere Rohstoffe kaufen wie jedes andere Land auch. Sie können Handel mit uns treiben, aber unser Land steht nicht zum Verkauf. Auch die dänische Regierungschefin richtete eine klare Botschaft an den US-Präsidenten. Natürlich steht Grönland nicht zum Verkauf. Da stimme ich Kim Nielsen absolut zu. Die Amerikaner unterhalten seit den 50er Jahren einen Militärstützpunkt auf Grönland. Unter dem Eis lagern riesige Öl- und Gasvorräte. Deshalb steigt das Interesse der Großmächte an dem Land. Zugeschaltet ist jetzt unser Skandinavien-Korrespondent Christian Stichler aus Stockholm. Welche Reaktionen gab es bisher auf die Absage bzw. das Verschieben von Trump? Ja, viele Dänen waren wirklich überrascht von diesem nächtlichen Tweet, der ein Land, aber auch die Diplomatie in der Welt tatsächlich überrascht hat. Inzwischen liegt auch eine offizielle Stellungnahme von Mette Frederiksen, der Ministerpräsidentin von Dänemark, vor. Auch sie sagte, sie sei überrascht. Sie sagte aber auch, sie sei ärgerlich über diese Absage. Denn Dänemark habe sich natürlich auf diesen Besuch bereits vorbereitet. Man muss wissen, so ein Staatsbesuch, den plant man nicht einfach von heute auf morgen. Seit Wochen laufen Vorbereitungen, das hat auch viel Geld gekostet. In nicht einmal 14 Tagen wäre Trump in Kopenhagen gewesen. Da sind sehr viele sehr verwundert. Wir haben heute Morgen auch in Kopenhagen mit Leuten auf der Straße gesprochen, die es als eine Farce und absurd bezeichnet haben, was da passiert ist. Denn einen Staatsbesuch sagt man nicht einfach so ab, sondern dafür muss es gute Gründe geben, außergewöhnliche Gründe und nicht sozusagen eine Verstimmung über die Äußerungen von Mette Frederiksen, was den Verkauf von Grönland angeht. Auf den Gängen des Parlaments wurde heute natürlich das Thema in Dänemark auch heftig diskutiert. Dort war man etwas weniger diplomatisch und hat gesagt, das zeige mal wieder, wie unberechenbar Trump sei und wie notwendig es sei, sich auf die europäischen Partner zu konzentrieren. Allerdings, Mette Frederiksen hat auch hinzugefügt, die USA bleiben ein wichtiger Partner und die Zusammenarbeit werde durch diese Absage auch nicht negativ beeinträchtigt. Mal abgesehen von Trumps Idee, was macht denn ausgerechnet Grönland zum Anlass dieses diplomatischen Affronts? Ja, Grönland wird immer wichtiger. Ein dänischer Politiker hat gesagt, diese ganze Affäre um Grönland war sowas wie ein Wake-up-Call, also sozusagen ein Aufruf, über Grönland intensiver nachzudenken. Bisher hat nämlich Dänemark vor allem intern mit Grönland gesprochen, aber Grönland wird immer mehr zu einem geopolitischen Fall, weil eben dieses Land nicht nur strategisch, militärisch eine wichtige Bedeutung hat, sondern vor allem, weil dort enorme Bodenschätze lagern. Man geht davon aus, dass ungefähr 30% der Gasreserven unter dem grönländischen Eis liegen, seltene Erden, Ölvorräte. Das Ganze lockt viele Unternehmen und Firmen nach Grönland, darunter auch viele Chinesen. Genau das ist eben auch so ein Dorn im Auge der Amerikaner, die gerne das Geschäft für sich besetzen würden. Und deshalb ist Grönland ein ganz wichtiges Stück in der Arktis, das jetzt durch den Klimawandel und die steigenden Temperaturen eben auch erschließbar wird. Eine amerikanische Zeitung hat mal ausgerechnet, wenn man Grönland als Unternehmen bewerten würde, dann würde man auf einen Wert von 1,7 Billionen Dollar kommen. Also ein enormer Wert eben aufgrund dieser enormen Bodenschätze dort. Und Grönland grenzt ja, wir haben das im Beitrag gehört, an den amerikanischen Kontinent. Hat dieser Konflikt, würde ich mal sagen, zwischen Dänemark, den USA bzw. Grönland schon sowas wie eine Geschichte? Vielleicht hat ja Donald Trump an Alaska gedacht und den Umstand, dass die USA Alaska den Russen 1867 für schlappe 7 Millionen Dollar damals abgekauft haben, hat gedacht, sowas funktioniert heute wieder. Tatsächlich, es gab mehrere Versuche der Amerikaner, Grönland zu erwerben, bereits Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch konkret noch einmal
In Zeiten des Kalten Krieges, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hat Harry Truman für ungefähr 100 Millionen US-Dollar den Dänen angeboten, Grönland zu übernehmen. Die Dänen haben aber damals schon abgelehnt. Übrig geblieben aus diesen Verhandlungen ist die Thule Air Base auf Grönland, ein wichtiger Militärstützpunkt der Amerikaner. Dafür wurden viele Ureinwohner Grönlands einfach zwangsumgesiedelt. Die USA haben später sogar Atomwaffen auf Grönland stationiert, was nicht rechtens war. Also es gibt da ein langes strategisches Interesse und Trump ist ja ein Spieler und hat gedacht, möglicherweise hier fängt er einfach mal eine Geschichte an. Aber die ist ernst, weil eben Grönland immer mehr in den Fokus gerät. Deswegen sagen auch die Dänen, das mag vielleicht ein Scherz gewesen sein, aber dahinter steckt ein ehrliches und ernsthaftes Interesse der USA an dieser größten Insel der Erde. Christian Stichler, damit ganz herzlichen Dank.